wir sind jetzt hier runtergeflogen ins Trainingslager nach Südafrika. Zum einen, um nochmal ein bisschen Basisarbeit zu machen, Konditionen zu verbessern. Zum anderen aber auch schon die ersten Rennhärte zu holen. Bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Wir haben jetzt zwei Wettkampftage schon hinter uns von den ersten Vorbereitungsrennen, wo wir gestern sowie heute jeweils einen Doppelsieg feiern konnten. Die ganzen Rennfahrer, mit denen man sich messen kann, waren da. Und für uns ist es der erste große Test, einfach um zu checken, wo stehen wir. We were really exciting because on the first stage of the Tanker Track we were six Bulls riders all together in front of the race. Ja, das erste große Saison-Highlight ist das Cape Epic jetzt Ende März, wo ich gemeinsam mit dem Karl an den Start gehen werde. Der Karl ist da schon ein bisschen erfahren, der hat schon viermal gewonnen. Für mich wäre es das erste Mal und nachdem wir im letzten Jahr Zweiter geworden sind, ist natürlich der Sieg das ganz große Ziel. Der neue ROX 10 ist der Tacho, auf den ich eigentlich schon immer gewartet habe. Man sieht alle Features auf einen Blick, alle die wichtigen Daten sind super erkenntlich. Gerade im Mountainbiken, wenn es doch ein bisschen unruhig ist, man weiß genau, wo man sofort hingucken muss, um was zu sehen. Beim ROX 10 sieht man das gesamte Höhenprofil und man sieht auch, wo man ist. Also das heißt, man kann eigentlich die Tour vorauslesen, was noch kommt, wie viele Anstiege noch, wie lang geht es noch hoch und das macht schon viel einfacher. Ja, bei der Direktnavigation gibt es noch ein super cooles Feature mit Gypsies Kartenmaterial und Tourenmaterial. Als wir hier in Südafrika angekommen sind, habe ich einfach eine Route runtergeladen und dann innerhalb kürzester Zeit war es direkt auf dem ROX 10 drauf und dann angemacht, zack, losgefahren und dann bist du einfach im Strich nachgefahren. Super easy, super geil. Und es funktioniert. Bin mit Absicht da öfters mal falsch gefahren, habe geguckt, wie schnell springt das an. Und das war doch erstaunlich, wie gut das alles funktioniert hat. Nach dem ROX 9 war der ROX 10 wirklich eine super konsequente Weiterentwicklung. Hat mit GPS und vor allem jetzt auch mit der ANT-Plus-Verbindung, dass wir Leistung sehen können. Das Datacenter ist super schön aufgeräumt. Man sieht genau die Informationen, die man haben will. Man kann sich zurechtklicken. Auch, dass man speziell die Leistung und Herzfrequenz im Vergleich miteinander sieht. Sigma ist seit 2007 Partner des Teams, also von Beginn an dabei. Wir pflegen eine sehr, sehr enge Partnerschaft, was auch uns als Team in der Arbeit wirklich weitergebracht hat.